Aus der Luft betrachtet scheint es ganz einfach. Ein Fluss vernetzt sich mit seiner Umgebung, seiner Auenlandschaft und bildet ein System mit dem Fluss, in den er mündet. Wer das erkennt, versteht, warum die Elbe als Schicksalsfluss der Havel bezeichnet wird. Wir leben von den Hochwässern der Elbe und Havel. Ja. Aber die Havel lebt natürlich auch von den Hochwässern der Elbe. Ich verstehe natürlich auch, jeder sieht die Umwelt doch ein bisschen anders. Wie Flüsse und ihre Einzugsgebiete zusammenhängen, warum regionale Flusslandschaften und die von ihnen geschaffenen Lebensräume mit ihren Tier- und Pflanzenwelten wertvoll sind, begreifen wir heute mehr und mehr. Wie Mensch und Havelniederung sich gegenseitig beeinflussen und was das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 für die Auenlandschaften an Elbe und Havel bewirkt, zeigt das Haus der Flüsse in Havelberg. Verblüffende Medienstationen machen Bildungsarbeit zum kreativen Vergnügen. Ungeahnte Informationen animieren zu eigenen Streifzügen im Biosphärenreservat. Programmatisch liegt das Haus der Flüsse direkt an einem wieder angebundenen Altarm der Havel und verweist beispielhaft auf das größte Flussrenaturierungsprojekt Europas. Auf 100 Kilometern von Brandenburg bis Sachsen-Anhalt wird die untere Havel wieder zum naturnahen Fluss. In einer Kulturlandschaft wie der unteren Havelniederung, die vom Menschen geprägt ist und namentlich von der Landwirtschaft, kann man Renaturierung nicht betreiben, ohne dass man auch die Interessen der hier wohnenden Menschen einbezieht. Braucht der Fluss nicht doch Raum, den wir ihm nicht geben? Es ist eben nicht nur damit getan, die Deiche höher zu ziehen, sondern zu überlegen, ob wir dem Fluss, dem natürlichen Lauf, ein Stück wieder Natürlichkeit zurückgeben und Raum. So wie wir Freiraum brauchen zum Leben, braucht es auch der Fluss. Der Zwiespalt zwischen Ausbau oder so wie es jetzt ist. Ja. Wir können damit leben als Fischer und Angler hier. Ja, für die Schifffahrt ist natürlich nicht ganz so, gerade jetzt bei Niedrigwasser. Ja, aber wenn wirklich Staustufen oder so weit kommen oder Kanalisierung, das ist natürlich für so einen Fluss ja, das Todesurteil. Ja. Das ist natürlich nicht gut. Ja, naturnahe Flüsse sind immer gut. Das ist einfach so. Ja.